1954 eröffnet, sollte das Jugendheim ein Zeichen für den Beginn einer neuen Zeit setzen. Konzipiert als ein Haus für die Jugendlichen, mit offenen Werkstattangeboten wie Radiobasteln, Ballett oder Benimmkursen und als Treffpunkt der Jugendverbände für ihre Gruppenaktivitäten. Mit der Umstrukturierung 1982 zum Haus der Jugendverbände Anne Frank wurde der Schwerpunkt auf die Unterstützung der Jugendverbände gelegt. Heute beherbergt das Anne-Frank-Haus neben der Geschäftsstelle des Stadtjugendausschusses auch die Jugendagentur und ist ein begehrter Ort für Veranstaltungen und ein Treffpunkt für Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen. Also das Anne-Frank-Haus ist eine ganz besondere Einrichtung. Im Prinzip ist es so ein Kern vom Stadtjugendausschuss, weil hier die Jugendverbände untergebracht sind, weil es das Haus der Jugendverbände ist, weil die Jugendverbände hier das Haus nutzen können. Was sich nach meiner Wahrnehmung im Anne-Frank-Haus verändert hat, das ist, dass viel mehr Gruppen auch tagsüber die Einrichtung nutzen. Was ich auch sehr begrüße, dass einfach auch neue Gruppen so hier ihre Heimat finden. Ich wünsche, dass das Anne-Frank-Haus sich beständig weiterentwickelt, dass es nicht stehen bleibt, dass es immer den Bedürfnissen, die sich ergeben, anpasst bzw. darauf reagiert, dass die Arbeit der Jugendverbände und auch der anderen Organisationen, die hier so das Haus nutzen, so immer ein aktuelles, passendes Angebot hier finden. Also wir sind der Pfadfinderstamm. Burg Karlsruhe. Und die Sippe. Kristallfuchs. Und wir wünschen dem Jugendheim Anne Frank zum 60-Jährigen alles Gute, weil wir sind nämlich Gründungsmitglieder. Alles Gute. Wir sind die Tanzschule Radunga. Wir sind hier schon seit 10 Jahren im Anne-Frank-Haus und wünschen dem Anne-Frank-Haus alles Gute zum 60-jährigen Jubiläum. Auf weitere Jahre Zusammenarbeit. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin mit 16 Jahren in dieses Haus gekommen und als selbst Teilnehmer eines Kurses und bin dann seit dem Zeitpunkt hier geblieben. Ich wünsche alles, alles Gute dahingehend, dass immer die Menschen, die hierher kommen, das erfahren, was ich erfahren habe, nämlich Leute, die kommunikativ sind, die offen sind, die zu Diskussionen bereit sind und ja, und auch viel, viel Glück. Jahre Anne Frank, ein Fest zu feiern, nicht nur für Generationen von Kindern und Jugendlichen, die hier heute leben, sondern auch ein Fest zu feiern für Generationen, die viel Zeit hier gefeiert haben und auch dieses Anne Frank Haus mit aufgebaut haben. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Feiern. Die Karlsruher Schachfreunde trainieren seit 4 Jahren im Anne-Frank-Haus und zwar jeden Dienstag. Und wir wünschen dem Anne-Frank-Haus weiterhin alles Gute. Wir sind das Team Territorium K von Moki. Wir proben in Anne-Frank-Haus seit 1 Jahr und wünschen, dass in diesem Haus viel gelacht wird. Happy Birthday, Anne-Frank-Haus!
Unsere Gruppe ist seit 18 Jahren dabei und ich bin aber erst seit 3 Jahren hier. Und das Anne-Frank-Haus bedeutet uns einen Treffpunkt, wo wir arbeiten können. Also ich wünsche, dass das Anne-Frank-Haus lange bestehen bleibt und dass die Elektronikergruppe noch viel mehr Teilnehmer bekommt. Ich bin seit 1992 beim Anne-Frank-Haus, das heißt also dieses Jahr 22 Jahre. Es war das allererste Haus, das nach dem Krieg noch von den Besatzungsmächten gebaut wurde und hat eine sehr große Funktion gehabt für die Nachkriegsjugend. Und liegt einfach sehr zentral und hatte von daher eine wichtige Aufgabe übernommen. Ich wünsche, dass es noch eine lange Zukunft hat und noch viele, viele Besucher hat und dass alle glücklich und zufrieden sind, wenn sie von hier nach Hause gehen.